So richten Sie einen Ordner Scannen in Netzwerk für den HP Collar LaserJet Pro der Druckerserie 3301 bis 3304 und 3388 ein. Das Einrichten eines Ordners Scannen in Netzwerk ermöglicht Ihnen, ein gescanntes Dokument oder Bild in einem freigegebenen Netzwerkordner direkt über das Bedienfeld Ihres Druckers zu speichern. Um den Ordner Netzwerkscan zu konfigurieren, müssen Sie auf den Embedded Web Server des Druckers, kurz EWS, zugreifen. Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Drucker mit demselben Netzwerk verbunden ist wie der Computer. Wischen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers im Status Center von oben in der Mitte nach unten, um die IP-Adresse des Druckers anzuzeigen. Öffnen Sie auf einem Computer oder mobilen Gerät einen Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in die Adressleiste ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um auf den EWS zuzugreifen. Wenn Sie einen Warnbildschirm erhalten, wählen Sie die Option zum Aufrufen der Website aus. Der Zugriff auf den EWS des Druckers schadet Ihrem Computer nicht. Wählen Sie im linken Bereich Schnelleinstellungen aus. Hinweis: Wenn Sie aufgefordert werden, eine PIN einzugeben, geben Sie den PIN-Code des Druckers ein, den Sie an der Innenseite der Zugangsklappe zum Toner finden. Wählen Sie Anmelden aus. Wählen Sie im Schnelleinstellungsmenü das Plus-Symbol aus. Wählen Sie das Dropdown-Menü aus, wählen Sie Netzwerkordner als Schnelleinstellungstyp und wählen Sie dann Weiter aus. Geben Sie im Feld Name der Schnelleinstellung einen Namen ein, der auf dem Bedienfeld angezeigt werden soll. Geben Sie die Beschreibung ein und wenn Sie möchten, wählen Sie eine Schnellstartoption aus. Wählen Sie dann Weiter aus. Geben Sie unter Netzwerkordnerpfad den zuvor erstellten Pfad ein. Wählen Sie unter Anmeldemethode die Option folgende Anmeldeinformationen verwenden aus. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Wählen Sie Zugriff überprüfen aus, um zu bestätigen, dass die Anmeldeinformationen korrekt sind. Wählen Sie OK. Geben Sie unter Option Sicherheitspin eine Sicherheitspin ein. Bestätigen Sie dann Ihre PIN. Diese PIN muss jedes Mal auf dem Bedienfeld eingegeben werden, wenn das Profil verwendet wird, um einen Scan an einen Netzwerkordner zu senden. Wählen Sie Weiter aus. Wählen Sie Ihre Standardeinstellungen für zukünftige Scans aus und wählen Sie dann Weiter. Hinweis: Um die Standard-Scan-Einstellungen später zu ändern, gehen Sie zu Scannen und wählen Sie im linken Fensterbereich den Ordner Scannen in Netzwerkordner aus. Ändern Sie Ihre Einstellungen und wählen Sie dann Übernehmen aus. Wählen Sie auf der Seite Zusammenfassung die Option Weiter aus. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang abzuschließen. Weitere hilfreiche Videos finden Sie auf unserem HP Support YouTube-Kanal.